Sarah Seliger und Julius Bertram sind Eltern von drei kleinen Kindern. Schon beim Frühstück sorgt das Homeschooling täglich für Gesprächs- und Zündstoff. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich gefragt, ob die Lehrerin davon ausgeht, dass er das alleine lösen kann. Um die Kinder bei solchen Aufgaben richtig unterstützen zu können, nimmt sich einer der beiden Elternteile morgens frei. Der andere geht arbeiten und bringt die vierjährige Tochter Martha zur Notbetreuung in die Kita. Es funktioniert einfach nicht, Homeschooling zu machen mit einem kleinen Kind hier. Es führt dazu, dass am Ende wirklich alle frustriert sind. Damit es dazu gar nicht erst kommt, sollten Sie keine Scheu davor haben, die Notbetreuung und andere Hilfsangebote zu nutzen. Morgens sollen sich die Kinder von Sarah Seliger noch ein bisschen bewegen. Ich glaube, wir können uns viel besser konzentrieren, wenn wir uns morgens irgendwie noch mal ausgepowert haben oder rausgehen. Daher unser Tipp: den Kindern Bewegungsmöglichkeiten bieten. Dann wird gemeinsam gelernt. Die Aufgaben kommen online, was oft für Chaos sorgt. Die Kinder sind bisher noch gar nicht darin geschult gewesen, digital zu arbeiten. Hinzu kommt, viele Plattformen funktionieren einfach nicht. Es ist bestimmt nicht gut gelaufen, wie das organisiert wurde. Also gerade wenn ich auch gehört habe von Freunden, dass einzelne Computersysteme, die die Kinder nutzen sollen, überlastet sind, sodass die irgendwie, dass man sich nicht einloggen kann. Dieses Problem kennen tausende Familien im ganzen Bundesgebiet. Ganz so, als hätte die zweite Welle die Bildungsministerien kalt erwischt. Beispiel Bayern. Hier schiebt man das Digitalversagen vor allem in seine Schuhe, Kultusminister Michael Piazzolo. Er soll den Sommer über versäumt haben, das Serversystem für seine digitale Lernplattform MEBIS auszubauen. Die Antwort seines Ministeriums auf unsere Anfrage klingt da sehr nach einer Ausrede. Aufgrund der großen technischen Komplexität und der derzeitigen Nutzungsintensität war eine tiefgreifende Umgestaltung der Systemarchitektur nicht ohne weiteres realisierbar. Was in anderen EU-Staaten schon vor der Pandemie Standard war, funktioniert in Bayern auch heute noch nicht. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, versteckt sich Bayerns Kultusminister hinter seinen Kollegen, die Probleme ebenfalls nicht gelöst haben. Ich empfehle einen Blick auf die anderen Bundesländer. Die meisten kämpfen bei Lernplattformen mit ähnlichen Herausforderungen. Da müsste dann bald ein Dutzend Kultusminister zurücktreten. Der Minister spricht selbst von Rücktritt? Wir haben davon nichts gesagt, scheint aber, als verspüre er mittlerweile zumindest einen gewissen Druck. Was die Politik versäumt hat, müssen diese Eltern wieder ausbaden. Sie sind auf eine gute Kommunikation mit den Lehrern angewiesen. Ich kann wirklich nicht einschätzen, ob meine Kinder jetzt besonders weit sind oder zurückhängen. Ich bin davon abhängig, dass die Lehrer mir da wirklich eine Rückmeldung geben. Denn momentan sind die Eltern auch gleichzeitig Lehrer und das kann leicht zu Streit führen. Dann hilft bei den Seligers nur noch eins. Wenn die Situation einfach schwierig wird, aufhören. Denn nach einer Pause geht es oft schon viel besser. Und hoffentlich ist mit dem Homeschooling-Chaos bald Schluss. Denn Eltern sollen wieder Eltern sein und nicht Lehrer.